Mein Name ist Sveto Dragojevic. Ich arbeite bei der Helvetia im Aussendienst als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei 35. Bei der klassischen Quereinsteiger. Ich habe vorher etwas ganz anderes gemacht, habe Landmaschinenmech gelernt, bin jetzt seit über 10 Jahren in diesem Metier tätig. Zum Aussendienst bin ich über einen bestehenden Kundenberater gekommen. Er hat das Gefühl gehabt, ich kann das gut mit Menschen umgehen, mit Menschen kommunizieren. Und so habe ich den Schritt in die ungewisse Zukunft auch gemacht und bin sehr zufrieden damit. Mein Tag fängt am Morgen ziemlich früh an, so 6, 7 Uhr bin ich schon im Büro, schaue die ersten E-Mails an, was so gelaufen ist, Geburtstag etc. Da checke ich ein bisschen ab, wer ist älter und wer ein bisschen jünger geworden. Und plane dann meinen Tag so, dass ich Termine wahrnehme bei den Kunden. Meistens sind das so 3 bis 4 Kundentermine, die ich pro Tag habe. Da geht es vor allem immer nur um Versicherungs- und Vorsorgethemen. Mittlerweile ist es so, dass ich auch ein grösseres KMU-Portfolio habe, Geschäftskunden. Mit denen schaue ich, dass ich Zeit verbringen kann, wie zum Beispiel zum 9 Uhr treffen auf einen Kaffee, allenfalls gutes Mittagessen, sodass die Kundenbeziehung aufrechterhalten bleibt. Das Beste an meinem Job ist sicherlich da, dass ich zwar in einem Angestelltenverhältnis bin und doch aber als Unternehmer darf agieren. Das heisst, ich habe sehr viele Freiheiten, muss auf der anderen Seite aber auch alles ziemlich selber planen. Das hat sehr viel Vorteil für mich. So kann ich selber entscheiden, wann gehe ich ins Büro und wann gehe ich zum Hund, beziehungsweise nehme ich mir einfach mal einen Nachmittag frei und gehe mit der Familie irgendwo hin. Der Arbeitstag sieht so bei mir aus, dass ich rund 60-70% der Zeit beim Hund verbringen tue. Leider ist es so, dass wir auch gewisse Büroarbeiten müssen machen, Pendenzen erledigen, Vorbereitungen, das macht man natürlich im Büro, aber auch terminieren, Termine vorbereiten, das ist eine klassische Bürotätigkeit. Ja, Herausforderung ist sicher Digitalisierung in aller Munde, aber auch bei uns. Wir spüren das, die Kunden möchten viel schneller eine Antwort haben, sie möchten viel schneller eine Offerte haben. Wenn sie Fragen haben, dann kann man da nicht mehr wie früher 2-3 Tage warten, sondern muss ziemlich schnell eine Antwort bieten. Das heisst, die Dienstleistungsqualität, die wird sicher noch mühsam wachsen auf unserer Seite, damit wir den Kunden auch zufriedenstellen in diesem Bereich. Digitale Medien tun meinen Arbeitsalltag insofern beeinflussen, dass man ohne diese Medien gar nicht mehr auskommt. Das sind soziale Medien, die man brauchen tun. Vor allem die jüngere Generation braucht das, um aktiv Werbung zu machen für sich. Man hat darüber einen sehr grossen Zugang zu sehr vielen Kunden, zu Kreisen, die man genau sucht. Man kann sich die Kreise so aussuchen, bedeutet aber, dass man auch etwas persönlich preisgeben muss. Den Job mache ich deswegen so gern, weil ich Menschen liebe. Der Kontakt mit Menschen, jeden Tag verschiedene Herausforderungen, kein Kunde ist gleich wie der andere, das ist das, was den Job dermaßen spannend macht, dass ich im Moment sicherlich extrem viel Freude habe an diesem Job. Das, was man noch mitbringen muss, der neue Mitarbeiter oder derjenige, der sich für den Job interessiert, als Außendienstmitarbeiter bei einer Versicherungsgesellschaft, ist wichtig, dass er die Menschen gerne hat, dass er den Kontakt zu den Menschen sehr gerne hat. Er muss ein extrovertierter Typ sein und was sicher auch wichtig ist, wie sehr gibt es, schadet sicher nicht, wenn er das mitbringt. Super. Perfekt. Einfach, klar, Helvetia.